Ein wichtiges Arbeitsfeld für alle Bahnbetreiber. Die Rettung und Bergung von verunfallten oder entgleisten Schienenfahrzeugen. ZAGRO bietet eine ideale Lösung für solche Fälle. Das Zweiwege-Hilfszugfahrzeug mit hydraulischen Aufgleisgeräten. Auch das Hilfszugfahrzeug ist auf der Straße zum Einsatzort gefahren und legt nur das allerletzte Stück des Weges bis zum entgleisten Waggon auf der Schiene zurück. Zum Transport der Rettungsmannschaft kann dieses Zwei-Wege-Fahrzeug auch mit einer Doppelkabine oder mit vier weiteren Sitzplätzen in einem eigenen Abteil im Gerätekoffer geliefert werden. Die Männer benutzen die ausklappbaren Bordwände als Auftritt. So gelangen sie ohne Anstrengung an die Ausrüstung im Gerätekoffer. An Bord befinden sich Aufgleisausrüstung, Schweißgeräte, Stromerzeuger, Trennschleifer, Unterleghölzer und viele andere Rettungsgeräte. Nun gilt es, den entgleisten Waggon zügig auf die Schiene zurückzusetzen und die Strecke wieder freizumachen. Die Aufgleisbrücke ist mit Hartholzbohlen unterbaut. So ist sicheres Arbeiten auch mit hohen Lasten gewährleistet. Die Wälzwagen mit Verschiebezylinder für das seitliche Versetzen des Waggons werden mit Abstandhaltern verbunden. Auf den Wälzwagen werden nun Teleskopzylinder zum Anheben des Waggons in Position gebracht. Diese Hydraulikzylinder werden mit der Vorbauhydraulikpumpe am Unimog verbunden. Die Frontzapfwelle des Unimog treibt dabei das Hydraulikaggregat an. Die beiden Hebezylinder werden simultan ausgefahren und heben den Eisenbahnwagen an. Die Verschiebeeinheit versetzt den Waggon seitlich und positioniert ihn genau über den Gleisen. Und schon steht der entgleiste Waggon wieder sicher auf der Schiene. Der Waggon wird angekuppelt. Das Zweiwege-Hilfszugfahrzeug von ZAGRO fährt mühelos an. Die Strecke ist wieder frei.